Guten Morgen, Robert. Mau. Versteckst du dich hier vor mir? Wieso? Habe ich irgendwas nicht gemacht? Habe ich das Licht angelassen oder so? Warte mal. Ach, Scheiße. Ich habe den Geburtstag vergessen. Fuck. Sorry, Dani. Alles gute Nacht, wirklich. Mein Geburtstag war vor 8 Monaten und du warst auf der Party. Ups. Naja, während du dir hier dein hübsches Köpfchen zerbrichst, waren die Kollegen von der KTO ein bisschen erfolgreicher. Die haben die Blutspritzer und Fingerabdrücke aus Bergens Haus analysiert. Und? Und jetzt rate mal. Ja, mit dem Raten funktioniert's ja nicht so. Schieß los. Also, das Blut stammt nicht von Bergen. Ja, wahrscheinlich von Elena Grün. Könnte sein. Aber wesentlich interessanter sind die Fingerabdrücke. Die ersten beiden sind von Bergen und seiner Haushälterin. Der vierte ist unbekannt. Ja, wahrscheinlich von Elena Grün. Könnte sein. Aber der dritte Fingerabdruck, das ist ein Volltreffer. Der stammt von Jens Krapowski. 35 Jahre alt, vorbestraft wegen Körperverletzung und Einbruchsdiebstahl. Was sagst du jetzt? Du warst beim Friseur? Boah. Das letzte Mal vor einem halben Jahr. Die Frage ist, was macht ein Einbrecher in dem Haus von einem steinreichen Arzt, ohne was zu stehlen? Na ja, vielleicht wollte Bergen seine Freundin loswerden und hat deswegen Krapowski engagiert. Krapowski tötet Elena Grün im Haus von Bergen. Und der inszeniert einen vermissten Fall, um von sich abzulenken. Wäre eine Theorie. Ich sag Michael und Philipp Bescheid, die sollen sich den Krapowski mal vornehmen. Mach das, ich arbeite hier weiter. Arbeiten nennst du das? Ach, und Robert, erinnerst du dich an diesen Erdbeerjoghurt, der bei uns im Kühlschrank steht? Dieser äußerst schmackhafte, auf dem Dani draufsteht? Der, den du dir jeden Morgen unter den Nagel reißt? Also das ist ein Gerücht. Aber ja, ich erinnere mich dran. Der fehlt schon wieder. Boah, ist echt gemein. Also diesmal weiß ich wirklich nicht. Ups. Alter Schwede, wie sieht's denn hier aus? Rasenmäher kaputt? Mhm. Guck mal, die Luken sind alle dicht. Rolle ihn unten. Da will jemand nicht gestört werden. Geh du hinten rum. Ich klingel vorne. Alles klar. Na, wenn's jemand nicht Klingel gebe. Was? Herr Krapowski? Jens Krapowski? Ich kauf nichts und jetzt verpiss dich! Ey, mal langsam hier, ja? Ach, den Arm weg, sonst ruf ich die Bullen! Dann ist ja heute Ihr Glückstag. Die sind nämlich schon da. Naseband von der Kripo. Kripo? Sagten Sie Kripo? Ja, ich sagte Kripo. Ich habe ein paar Fragen in einem vermissten Fall. Die wollen Sie mir doch beantworten, oder? Das werte ich jetzt mal als ja. Kennen Sie eine Elena Grün und einen Klaus Bergen? Nie gehört. Das ist ja komisch. Warum waren Sie denn bei denen im Haus? Nee, ich bin in vielen Häusern. Keine Ahnung. War's das jetzt? Ich hab mal was zu tun. Nee, eigentlich nicht. Ach. Na, das lief ja wie geschnitten Brot. Versteckt da jemanden drin? Ja, nicht nur da drin. Komm mal mit. Denkst du, was ich denke? Gerberstoff? Elena Grüns Mantel. Ja, und ihre restlichen Klamotten. Und guck mal hier. Blut. Entweder ist das von Elena oder von Krapowski. Auf jeden Fall ein Grund, noch mal nett anzuklopfen, ne? Alles. Hast du das gehört? Ist ein Rollladen. Krapowski! Schön hier geblieben. Wohin so eilig, hä? Ja. Ey, loslassen, das ist Hausfriedensbruch. Wir nennen das Gefahr im Verzuge. Was für eine Gefahr? Der Winterschlussverkauf da draußen auf dem Pickup. Elena Grüns Klamotten. Das Blut am Mantel. Klingelt's? Wer ist hier? Wen haben Sie hier versteckt? Hier ist niemand. Ich bin allein. Nur ich bin hier. Ach, nur Sie, ja? Und was ist das? 2 Gläser für eine Person? An einem ist Lippenstift.
Grabowski, Mund auf, wir wollen antworten. Wo ist Elena Grün versteckt? Was hat er? Hey! Hey, hey! Hey, Grabowski! Hey, Grabowski! Die Schrampe! Die Schrampe, was ist klar? Hey, bleib hier, komm! Grabowski, hier bleiben, bei uns, hey! Hey! Scheiße, Micha, er hat keinen Puls mehr! Ja, Naseband vom K11. Wir brauchen einen Notarzt zu unserem Einsatzort. Vermutlich Vergiftung. Du hast alles versucht, Junge. Ich verstehe das alles nicht. Erst verschwindet eine Frau, die in keinem Register auftaucht. Dann finden wir ihren blutigen Mantel ausgerichtet vor dem Haus eines vorbestraften Kriminellen. Und der stirbt uns in dem Moment weg, als er gerade anfangen will zu reden. Tja. So wie die ganze Sache aussieht, ist die verschwundene Frau nicht das Opfer, sondern Täterin. Aber wie hängt das alles zusammen, Micha? Was hat sie vor? Das kann ich dir noch nicht sagen. Da müssen wir noch viel tiefer graben. Viel, viel tiefer. Das kam mir gerade von den Kollegen aus Hamburg. Da ist eine Frau auf exakt die gleiche Art und Weise verschwunden. Erst Karlsruhe, dann Hamburg und jetzt München. Zufall? Ich glaube nicht. Glaube ich auch nicht. In allen Fällen wurde die Frau genau gleich beschrieben. Und immer nach dem gleichen Muster. Das angeblich schüchterne Aschenputtel haut vor ihrem Ex ab und schmeißt sich reichen Männern an den Hals. Nach ein paar Monaten Beziehung lässt sie sich zu einem angeblichen Treffen mit einer Freundin fahren und ist wie vom Erdboden verschluckt. Und keine Fotos oder Hinweise, dass sie jemals existiert hat. Und das ist nicht das Einzige, das verschwindet. Ich habe hier die Kontoauszüge der beiden betrogenen Männer. Beide Konten wurden fast komplett leergeräumt. Und jedes Mal, ein paar Tage nach ihrem Verschwinden, sterben irgendwelche Kleinkriminelle. Immer vergiftet mit Champagner. Das kommt uns doch bekannt vor. Grabowski. Ja. Sie sucht sich Komplizen, die ihr beim Untertauchen helfen. Und dann bringt sie um, damit es keine Zeugen gibt. Was ist denn mit dem Konto von Herrn Bergen? Ist das auch leergeräumt worden? Ist Philipp noch dran. Philipp, bist fertig? Ja, ich bin auch fündig geworden. Hier. Das ist das Online-Banking von Klaus Bergen. Und zwar hat kürzlich jemand probiert, sein gesamtes Vermögen auf ein Konto in Malta zu überweisen. Ich höre ein Aber. Richtig. Klaus Bergen hat aus seinen Fehlern gelernt. Seine letzten beiden Ex-Frauen haben ihn ja verarschend ausgenommen. Deshalb hat er mit seiner Bank vereinbart, dass wenn eine Überweisung über 5.000 Euro getätigt wird, muss er persönlich zustimmen. Dann dürfte unser Killer-Aschenputtel aber richtig sauer sein, wenn sie herausfindet, dass die Überweisung storniert wurde. Warum guckt ihr mich denn jetzt so an? Das kann nichts Gutes heißen. Ja, das würde ja bedeuten, sie ist vielleicht auf dem Weg zu ihm und holt sich die Kohle persönlich. Oder scheiße, sie ist sogar schon da. Scheiße, Micha, wir müssen uns beeilen. Ich fahre zum Bergen. Warum tust du das? Ich dachte, du liebst mich. Halt den Mund und mach endlich! Ich kann so eine Überweisung nur persönlich bei der Bank ausführen. Lüg nicht! Lügen ist doch Ihre Kernkompetenz. 4 Waffen gegen 1. Wir sind wohl im Vorteil. Waffe weg sofort! Wir sagen das nicht nochmal. Die Waffe auf den Tisch, aber flott. Umdrehen. Hände auf den Rücken. Normalerweise fragen wir die Leute immer, warum sie gewisse Dinge machen. Aber bei Ihnen können wir es jetzt, glaube ich, sparen. Da ging es nur um Geld. Ist das wahr, Elena? Ging es dir nur ums Geld? Natürlich ging es ums Geld.
geht immer ums Geld. Die Leute sagen, Geiz ist geil, aber ich sage, Geld ist geil. Schon mal da arbeiten versucht? Das hier ist Arbeit. Ja, Sie haben aber schlampig gearbeitet. Sie haben Spuren hinterlassen. Jens! Jens! Alles okay? Wisch das mal alles weg hier. Es darf nichts von mir zurückbleiben. Ja, mach schon! Ja, ja! Lief das bei den anderen Männern genauso ab? Was denken Sie denn? Warum mussten Ihre Komplizen sterben? Für was sind solche Männer denn sonst da? Keine Ahnung. Ich kann Ihnen sagen, wofür wir da sind. Um Ihren Arsch jetzt ins Gefängnis zu stecken. Das war's jetzt. Führt sie ab. Danke. Ja, vielleicht sollten Sie wirklich so tun, als wenn es diese Frau nie gegeben hätte. Musik